Hallo Freunde, Merry Christmas. Es ist Adventszeit und wir haben zwar noch nicht Dezember, aber den ersten Advent. Und deswegen machen wir diesmal auf Chrome Games und zusammen mit Mystics von newseule.de einen Adventskalender, weil der gute Mystics macht schon seit, ich weiß gar nicht, seit immer eigentlich einen Adventskalender. Und ich fand das eigentlich immer ziemlich cool und dachte mir, dieses Jahr musst du endlich mal einen machen. Ich habe mich die letzten Jahre immer ein bisschen herumgedrückt. Deswegen, ja, Mystics hat da schon Erfahrung, Mystics weiß ein bisschen besser, wie das geht, aber man lernt ja mit der Zeit. Und ja, wir haben einfach mal ein bisschen rumgefragt und ein paar von den ganzen Publishern und ein paar von den Spieleentwicklern gefragt, ob die vielleicht ein bisschen Merch für uns hätten, ein bisschen was wir an euch weiter verlosen könnten. Und da kam mehr zusammen, als ich mir jemals erhofft hätte. Ich habe hier Pakete bekommen, noch und nöcher gefühlt, und jeden Tag kam irgendwas Neues und es ist ziemlich cool, finde ich persönlich. Und ich danke schon mal im Voraus allen. Ich werde gleich mal aufzählen, was wir so haben. Und ja, es ist auf jeden Fall ziemlich cool geworden. Ich fange mal an, ich habe sie mir auf den Tisch gestellt, mit Wargaming, den Jungs von World of Tanks und World of Warplanes. Wir haben unter anderem, also neben den Caps, haben wir noch ein bisschen was von denen bekommen. Das hier ist meins von der Gamescom letztes Jahr. Ich habe die anderen noch nicht ausgepackt. Und ja, da sind auf jeden Fall zwei Caps mit drin von World of Tanks. Dann weg. Unter anderem haben wir da noch Mauspads bei, auch von World of Warplanes. Das sind Razer Mauspads. Und da ist noch jede Menge mehr drin. Wir stellen da für einen Tag ein komplettes Wargaming-Set zusammen mit einmal allem, was wir bekommen haben. Und was wir da noch übrig haben, das werden wir so auf die anderen Tage oder vielleicht bei anderen Paketen noch mit reinpacken. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, was da so alles zusammenkommt. Das ist ziemlich cool und ich bin, muss ich mal vorweg sagen, echt ein bisschen traurig, dass ich einiges davon weggeben muss. Weil, na, wie so ist, man schenkt ja gerne, was man selber hätte, nicht wahr? So, packen wir weg. Ja, wo wir gerade bei Razer sind, die Jungs von Razer haben uns auch was geschickt. Unter anderem zwei von diesen Taschen, in denen eine ganze Menge Kram drin ist. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Aber da ist unter anderem ein Elite-Pack bei. Ich habe hier mal so passend meins, das ich von der IFA noch habe. Und in so einem Elite-Pack zum Beispiel ist ein ziemlich cooles Schlüsselband von Razer mit drin. Ist also wirklich, ja, Fan-Stuff für jeden, der gerne was von Razer hätte. Ich persönlich mag das Schlüsselband, ich habe das eins davon selber in Benutzung immer wieder. Dann ist noch ein Don't Interrupt an Epic Killstreak und Pwning in Progress, ein Türschild bei. Dann ist nochmal ein zweites Schlüsselband bei. Ein Razer Sticker. Und was haben wir hier noch so Hübsches? Unter anderem ist da auch noch ein Razer Dog Tag drin, eine kleine Kette quasi. Und noch zwei andere Kleinigkeiten. Das Swag Pack enthält daneben noch ein paar andere ziemlich coole Sachen. Was wird jetzt natürlich auch noch nicht verraten. Da schauen wir mal, ob wir euch da Infos geben, wenn der Tag gekommen ist. Oder ob wir das auch noch als Überraschung lassen, was dann noch alles drin ist. Ja, seid auf jeden Fall da gespannt. Vielen Dank an Wargaming, vielen Dank nochmal an Razer direkt. Und ja, machen wir vielleicht mal weiter. Ich lasse es mal hier stehen. Die allerersten, die sich gemeldet haben mit einer Antwort quasi, waren Dedelic. Da habe ich angefragt. Dedelic hat uns geschickt unter anderem Deponia, Doomsday. Dreimal haben wir das da. Und dazu haben wir noch bekommen Crazy Machines, zwei Knobelwürfel, die auf jeden Fall auch an euch rausgehen werden. Und ja, um nochmal zurückzukommen, die Idee, die wir eigentlich, also warum ich dieses Jahr wirklich einen mache, war ja nicht nur, dass Newseule die ganze Zeit schon einen Adventskalender macht, sondern weil mich eine andere Firma angeschrieben hat, gefragt hat, verlosen wir dieses Jahr was, die würden uns was bereitstellen. Und das ist Dead Rising. Aber nicht das Spiel, sondern Dead Rising Endgame. Die DVD bzw. Blu-ray kam jetzt am 25. November raus. Und ja, das heißt, wir dürfen im Rahmen des Adventskalenders einmal eine Blu-ray und einmal eine DVD an euch da draußen verlosen. Wann, wissen wir ehrlich gesagt selber noch nicht. Wir haben uns noch nicht so genau Gedanken gemacht. Da setze ich mich mit Newseule auf jeden Fall nochmal zusammen.
vielleicht im Rahmen, dass wir nochmal ein bisschen streamen, irgendwas zocken und dann sagen, okay, wir hauen das jetzt raus. Wir müssen einfach mal schauen. So, zum nächsten, was wir haben, ist ein ziemlich, ziemlich großes Paket von Bethesda. Unter anderem ein Doom-Stressball. Das ist hier so ein von Doom, diese komischen Kugelmonster. Ich weiß nicht, ich hoffe, man erkennt es halt als Stressball für jeden, der von euch mal ein bisschen Stress gerade hat. Da haben wir hier zum Beispiel ein paar richtig coole Doom-Anstecker. Hier liegt noch eine ganze Menge mehr drin, unter anderem Fallout, auch ein paar Anstecker. Und auch hier will ich eigentlich noch gar nicht zu viel spoilern. Das gibt es aber auf jeden Fall auch, da werden wir nochmal Sets zusammenstellen. Da wird es wieder ein großes Bethesda-Fanset geben. Da wird es wieder mehrere kleine Sachen in vielleicht in anderen Packs mitgeben. Wir haben 2 Kartons von Bethesda bekommen. Großen, großen Dank nochmal dafür. Und da gibt es also jede Menge, was wir raushauen können. Ja, was haben wir noch? Wir haben von Amigo 2 Starter-Sets bekommen von Force of Will. Einmal also das Winddeck Aufmarsch der Elfen und das Lichtdeck Macht der Märchen. Jeder, der ein paar Mal bei uns raufgeguckt hat, weiß, dass ich das ab und an mal spiele. Und es ist ein ziemlich nettes TCG. Ich finde es ziemlich cool. Ich mag die Artworks, ich mag das ganze Gameplay, wie man es spielt. Und ja, wenn da draußen der eine oder andere Fan ist, dem hier vielleicht noch ein paar Karten fehlen, der hat dann demnächst im Adventskalender die Chance, einen von diesen 2 Startern zu gewinnen. Und wer schon immer mal reingucken wollte, könnte auch mitmachen. Ja, was haben wir sonst? Wir haben auch noch Game Keys bekommen von Fat Shark. Das sind die Entwickler von Warhammer Vermintide. Davon haben wir auch 5 Keys. Die werden wir auf jeden Fall auch raushauen. Und dazu gab es nochmal 5 Keys von 1993 Space Marine. Habe ich persönlich nur grob in Erinnerung. Ich glaube, es war ein Spiel, was irgendwie erst 20 Jahre später fertig wurde, so nach dem Motto, oder 25 Jahre. Ja, wir haben davon 5 Keys. Die werden irgendwann im Rahmen des Adventskalenders auf jeden Fall rausgehen. Jetzt muss ich überlegen, habe ich was vergessen? Wir haben Wargaming, wir haben Razer, wir haben Bethesda, wir haben Ubisoft, die habe ich vergessen, tut mir fast leid. Ubisoft hat uns kurzfristig auch noch was zugeschickt und zwar Klamotten, Merchandise. Was genau wird jetzt auch noch nicht verraten, aber wir haben auf jeden Fall was da. Freut euch also darauf, das wird ziemlich, ziemlich geil. So, und wir versuchen noch in der Zeit des Adventskalenders noch mehr Sachen für euch irgendwie reinzukriegen. News-Eule hat auch noch haufenweise Stuff rumzuliegen, das als Adventskalenderzeug rausgehen kann. Das heißt, ich kann gar nicht alles aufzählen, weil er hat Sachen, das weiß ich gar nicht, was er noch hat. Schaut bei uns beiden auf jeden Fall auf die Seiten, auf crumblegames.de, auf newseule.de, wer will auch auf nerdweb.eu, da wird bestimmt auch noch irgendwie mal was mitverlinkt. Facebook, Twitter, hast du nicht gesehen, alles. So, jetzt zum ersten Advent. Heute haben wir uns überlegt, als Start packen wir einmal euch ein kleines Paket von Daedalic. Es wird einmal geben Deponia, Doomsday, die Retail-Box und dazu einen schönen Crazy Machines V3 Rätselwürfel. News Eule, also der Mystix hat mir erzählt, er hat einen davon bei sich zu Hause, hat ihn auseinandergenommen und kriegt ihn einfach nicht mehr zusammengesetzt. Das heißt, ich denke, ihr werdet da schön viel lange Spaß dran haben und Deponia, glaube ich, muss ich nicht viel dazu erzählen. Eigentlich kennt jeder die Sachen von Rufus, die Stories. Und mit Doomsday gab es da nochmal einen schönen vierten Teil. Ja, was soll ich sagen? Das ist erstmal so grob die Einleitung für den Adventskalender. Und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder einen Artikel machen. Wir werden einzelne Videos machen. Wir werden irgendwie streamen, haben wir geplant, wo dann Sachen auch verlost werden. Und bleibt einfach dabei, schaut rein, abonnieren und liken und alles. Ne? Ihr findet Links in der Videobeschreibung. Da werde ich nochmal unsere Seiten und alles verlinken und ja, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen ersten Advent, wünsche euch eine schöne Adventszeit und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Macht's gut!